Systeme, die frei kontinuierlich Bewegungen eines robotischen Arms erlauben, werden meistens mit Hirnsignalen gesteuert, die direkt vom Gehirn abgeleitet werden, das heißt mit einem Elektrodenarray, das in den motorischen Kortex implantiert wird. Wir machen das alles nicht invasiv mit EEG-Elektroden, natürlich mit sehr vielen EEG-Elektroden und der Verteilung der Elektroden über den gesamten Kopf. Dennoch können wir hier zumindest rudimentär ähnliche Ergebnisse liefern. Wir haben doch gezeigt, dass es möglich ist, nicht invasiv, das heißt auch ohne klinischen Eingriff, ohne Operation, eine Steuerung anzudenken, und wir werden in den nächsten Jahren natürlich an dem Projekt weiterarbeiten und versuchen, da hier weitere Fortschritte zu machen. Das FeelerReach-Projekt hat aus mehreren Teilen bestanden. Wir haben einerseits untersucht, ob es möglich ist, den Bewegungsanfang zu erkennen, wenn eine zielgerichtete Bewegung gemacht werden soll. Dann haben wir untersucht, ob man aus versuchten Armbewegungen im zweidimensionalen Raum auch wieder Armbewegungen aus den Hirnsignalen dekodieren kann. Da sind wir dabei, riesige Fortschritte zu machen und auch schon die ersten Echtzeitergebnisse zu präsentieren. Mit dieser Dekodierung kann es natürlich zu Fehlern kommen, und diese Fehler in Echtzeit zu erkennen, war eine unserer Aufgaben, und auch da waren wir erfolgreich. Wir arbeiten noch daran, das vibrotaktile Feedback zu untersuchen, das wir auch den Benutzerinnen und Benutzern zur Verfügung stellen wollen. Das heißt, die Armbewegung kann von den Benutzerinnen und Benutzern gesehen werden und soll aber auch gespürt werden. Und da läuft jetzt momentan gerade noch eine Studie, wo wir genau untersuchen, welchen Einfluss dieses taktile Feedback an der Erkennungsrate hat.